Ja, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt, und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream zu Fa Ach, wieso bin ich verfuckt? Zu Tiny Tina's Wonderland. Moment, wir machen ja noch normal. Hallihallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich spreche jetzt extra YouTube an, weil die Twitch-Anmod habe ich schon verkackt. Ich grüße euch, je nachdem, welche Tageszeit ihr das hier guckt. Morgens, mittags, abends. Ja, heute war eigentlich ein anderes Stream geplant, aber ja. Heute war es hier nicht geplant. Und ich habe nicht genug gegrindet bisher. Also ja, deswegen gibt es heute Tiny Tina. Ich gucke erstmal natürlich, was es im Shop gibt. Weil das sich alle 20 Minuten mal nicht aktualisiert. Hier gibt es eine Keule. So. Offscreen habe ich übrigens. Ich zeig mal eben kurz über die Karte. Hier den Bereich einmal gemacht. Bin hier lang gegangen und da war wieder eins von diesen komischen. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Schussdinger oder irgendwie, die heißen jedenfalls diese Kugeln, die so schön bunt leuchten. Ja. Und da habe ich so ein Ding eingesammelt. Oh, was für ein wunderschönes Schlucht. Ich träume immer noch von diesem geilen Tor von letzten Mal. Nein, Leute, tue ich nicht. Oh, hier brennt's ja immer noch. Ist ja gemein. Erstmal eine Schnellreise dahin. So, und jetzt habe ich eben kurz was überprüft. So. Und hier können wir dann jetzt richtig starten. Beim letzten Mal wollte unser königlicher Gaul des Arsches. Dass wir hier in die Wonderlands Overworld gehen? Okay, ich dachte neuer Bereich, nicht hier Overworld, aber auch in Ordnung. So, hier sind wir. Ich prügel erstmal den Dungeon & Dragons Würfel. Ich habe eine 17 gewürfelt. Wir erkunden jetzt erstmal. Beziehungsweise. Weg auf. Wenn du sie passieren willst, musst du sie schlagen. Ja, das habe ich auch zu meiner Haustür gesagt. Deswegen habe ich mit dem Fuß voraus einfach meine Haustür aufgetreten. Wie man es halt heutzutage so macht. So, wir machen es natürlich auch wieder so. Wir gucken uns ausgiebig um. Nicht, dass wir einen dieser wunderschönen Würfel übersehen. Ich wollte gucken, ob ich es kaputt machen kann. Nein, kann ich nicht. Weil ich so oder so schon 100 pro mehr als die Hälfte übersehen habe. Oder die einfach so gut versteckt sind, dass man wirklich wie ein Besessener suchen muss, um die zu finden. So, ist egal, wie rum ich gehe. Scheinbar. Da soll ich nämlich hin. Und ich gucke mir erstmal um. Oh, was für ein wunderschöner Brunnen. Ich habe eine Münze reingeworfen und Münzen zurückbekommen. Das ist ein Fair Trade. Wie komme ich da hoch? Irgendwie konnte ich doch springen, oder nicht? Nee. Ich mache mir mal kurz den Chat auf. Ich mache da immer so eine Ansage auf dem Discord. Da kannst du prüfen, wann ich das nochmal mache. Also mit dem Shell Shock. Also, eigentlich mache ich das immer so einmal im Monat. Der Discord-Channel, der müsste eigentlich hier auf Twitch auch irgendwo verlinkt sein und in meinem Channel. Einen Moment. Ich gucke gerade selber nochmal nach. Zur Not, einen Moment, ich schreibe einfach mal den Discord eben kurz hier in den Chat. Dann kannst du dem folgen. Muss nur Discord gerade noch mal neu öffnen.
So. Ich habe den Link mal eben kurz reingeschickt. Und jetzt muss ich erstmal Discord wieder schließen. So, was wollte ich? Ich bin jetzt aus dem Konzept raus. Ich wollte mich ertränken gehen. Weil ich Salzwasser so gern habe. Unser königlicher Gaul wollte, dass wir da reingehen. Hatte ich keine Taste zum Springen? Oder kann ich später zumindest irgendwie fliegen? Naja, wir sind auf den Splittergrabhügel. Und dürfen uns jetzt erstmal mit Skeletten höchstwahrscheinlich wieder boxen. Los, mein Gaul! Das Seelenschwert war im Trailer ja richtig stark. Die Seele des Dragonlords absorbiert und es beendet. Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Muss er denn nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Hm, Fred? Ganz genau, Fred. Ja. Ja, Fred, nicht wahr? Willst du gegen keinen Bösewicht kämpfen? Gegen den finsteren Sunny? So hätte ich ihn getauft übrigens. Oh, was ist denn da für eine schöne Waffe? Ja. Schon gut. Nicht so toll, wie ich gedacht habe. Endlich ein verdammter Kunde. Hm. Das war verlockend. Das ist jedenfalls nicht so verlockend. So, nach wie vor. Immer umschauen. Eventuell ist irgendwo so ein Glückswürfel. Ich kriege dann besseren Loot und ich übersehe ihn. Wo könnte der Würfel nur sein? Natürlich staube ich den ab. Ich will bessere Loot. Ist doch klar, dass ich den mitnehme. Bitte lass so den Erfolg heißen, den man kriegt, wenn man alle gesammelt hat. Irgendwie Würfelabstauber oder Horter. Hey, ihr kleinen Schnuckelchen. Oh, hallo, Sombos, mein Schnuckelchen. Ich lache. Ich hole mir das Seelenschwert vor dir. Und dann macht der Dragonlord mich zu seiner rechten Hand. Hey, die will uns doch nur hinhalten. Schieß ins Gesicht. Immer wieder. Ja, aber sicher doch. Tschüss. Klassische Narzisstin. Habt ihr von mir selbst in ihr erkannt? Ich bin doch kein Narzisst. Hallo? Ah, okay. Ein Bodyhopper. Hey, hol dir einen besseren. Hast du gehört, was sie über mich gesagt hat? Nicht so böse. Netter Versuch, aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten all ihrer Kampagnen stempeln. Warte, da war mal dieser andere Kerl. Ein Zauberer. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Aber hübsch war er. Wirklich. War er wirklich so hübsch? Hä? Was? Wie? Oh! Hi! Die habe ich gar nicht mitbekommen. Mal sehen, wenn ich hier bin, dann heißt das... Tja, was heißt das dann nur? Pup, sie weg! Ich glaube an dich, mein Pilz. Und dann habe ich den Job trotzdem übernommen. Hallo! Habt Spaß mit meinen Wirbelstürmen. Nebenbei, ich bemühe mich gerade übrigens, jemanden für die Koop-Sessions zu holen. Und sollte nicht mehr so lange dauern, bis ich dahin habe. Aber ich verspreche nichts. Nicht, dass ihr am Ende enttäuscht werdet. So, nach wie vor, umschauen. Hier steckt auch wieder so ein Glückswürfel. Wahrscheinlich muss ich den ausgraben oder irgendein Skelett aus dem Hinter ziehen. Nix da?
Musst du immer so viele Bohnen essen? Es tut deinem Magen nicht gut, aber musst du immer pupsen. Hör doch auch mal auf mich, mein lieber Pilzgefährte. Möge die Magie beginnen! Ne, Pilzi? So nenne ich dich ab sofort. Ich wollte einen Arschbombe in den Pool machen. Zack! Nix. Zombies mittlerweile. Ich liebe Zombie-Spiele. Deswegen kommt ruhig her. Der hat sich selbst in die Luft gejagt. Hui! Wird fast getötet. Aus. Böse. Das ist nicht nett, liebe Skelettbogenschützen, auf mich zu schießen. Nur ich darf schießen. Das haben wir doch vorher abgemacht. Oh, da ist eine Kiste im Wasser. Ich bin ganz hypnotisiert. Hi. Komm, Furzi weg! Ja! Endlich hat er mit seinem Furz jemanden umgebracht. Obwohl, könnte auch mein Eis gewesen sein. Ich finde es übrigens so genial, ne? Das Spiel kommt bei YouTube weit besser an als bei Twitch, soweit ich das bisher gesehen habe. Ist immer wieder interessant, so den Vergleich zu sehen. Ne, mein kleiner Pilzi. Ich könnte ihnen auch Mungus nehmen, wegen hier Fungus. Fungiziden. Hier, du bist jetzt mein Fungus. Ey, was fällt dir ein, mich einfach zu treten? Hier klopp ich den Kopf runter. Zombos? Er hat einen besseren Körper gefunden. Zombos, du bist keine Herausforderung. Ins Gesicht. Und nochmal. Ja, sie will aber nicht. Oh. Warte mal. Hast du das schon? Nee, kann nicht sein. Geld? Geld? Geld! Hier ist eine richtige Kiste drin. Wie es sich auch gehört. Sie scheint im ersten Blick besser als meine Handgun zu sein. Das Ding ist, sie schießt aber nur einzeln. Und sie hat eine sehr schlechte Feuerrate. Die nehme ich und verkaufe ich. Nehme ich mit. Könnte gut sein. Feuer zwischen 2 Schusssalve und 4 Schusssalve. Außerdem ist sie äußerst effektiv gegen Fleisch. Was mir hier eigentlich gerade überhaupt nichts bringt. Weil alles, was ich bekämpfe, ist untot. Und hat demnach kein Fleisch. Außer den Zombies vielleicht. Oder sind auch untotes Fleisch.
Jede Stelle wird abgesucht. 12 sollen nämlich hier rumgammeln. Warum nutze ich eigentlich nicht die Raketen? Ein Dunkelmagie-Zauber. Oh, Dunkelmagie? Dunkelmagie verleiht einem lebensraubende Kräfte. Klingt böse, aber nennen wir es moralische Grauzone. Ein wenig Grabräuberei, ja? Ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns näher kennen an einem gemütlichen, ruhigen Ort. Ja, warum denn nicht? Ja. Wartet. Erstmal... Der Zauber ist endkrass, den ich hier halt habe. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein Zauber, der nur auf sich selber wirkt, ne? Den habe ich aber gekauft. Ich will ihn zumindest mal verwendet haben. Okay, das wirkt endkrass. Ich nutze es. Der Knochenhain. Hier landen die Knochen von allen, die ich getötet habe. Alter, hat das eine Riesenreichweite. Ick! Die springen mir ins Gesicht, die hässlichen. Böse, böse, böse. Diese Raketen sind... mega praktisch, ne? Wieso kann ich keine intelligente Rose? Komm, triff! Da hinten ist auch ein Würfel. Ich sehe ihn doch. Jetzt habe ich 2 davon. So, wo sind noch mehr von denen? Ich bin gierig. Nicht weglaufen. Ich habe wunderschöne Raketen für dich. Zack. Lebensraubend und das da. Habe ich mich mit meinem eigenen Zauber erwischt oder warum habe ich das hier hin und wieder, also dieses Bild? Ich habe gleich so viel Geld. Danke. Ich befasse mich gleich mit euch. Ein Schütze weg, 2 Schützen weg. Ich muss mich erst nach meinem Würfelchen umgucken. Danach können wir uns um euch kümmern. Ach, der schon wieder. Ich mag diesen Zauber. Und Shift ist wieder abgeschmiert. Wie immer. Fähigkeitsschaden wird erhöht. Erstmal machen wir mal, dass Schusswaffen auf Maximum sind. Danach denke ich daran, dass ich auch das hier zur Verfügung habe. Wir müssen mal meine Intelligenz steigern. Dann erinnere ich mich vielleicht auch mal an das, was ich tue. Da ist noch ein Würfel. Kiste! Was bist du denn? Was Beschissenes? Jetzt mal aufs Exempel. Wie weit geht das? Man sieht es so nicht. Ich vergesse immer, ne? Wenn man an diesen Teilen war, man kriegt immer was dafür. Also, die Teile lassen was fallen.
Und ich vergesse das jedes Mal. Don't das ist jump. Eine detaillierte Karte, muss ich ja sagen. Wie haben Don't das jump. Vergessen? Ich vertraue dir nicht. Als ob ich den Dragon Lord vertraue. Ich hab dir auch selber nicht geglaubt. So, da oben, das muss ich auch einmal einsammeln, weil das habe ich nicht mitgenommen. Das ist Geld, Leute. Kann ich gleich übrigens mal endlich meine Drittwaffe haben? Das wäre schön. So, ein Banner-Symbol, was ich noch nicht hatte. Mein Inventar ist voll. Einfach das Beschissenste wegwerfen. Und dann nehmen wir das dafür mit. So, wo ist es? Ich löse die immer ein. Wirklich immer. Also bisher habe ich noch keins uneingelöst gelassen. Böse Seele fliegt zu den großen Ruinen auf dem Hügel. Kommt und holt sie euch, Jungs. Verschafft mir etwas Zeit, ja? Nee, Jungs, lass das mal. Das klingt nicht so nett. Aber nett von Dragonlord, ne? Dass er uns eigentlich sogar sagt, dort wartet nur der Tod. Was für ein netter Geselle. Ich habe ihn irgendwie nicht geglaubt, dass dort der Tod ist. Geh zurück ins Spiel. Wahrscheinlich kann man sie irgendwie so aufregen. Ich spring da noch ein, zwei Mal rein. Einfach nur, um zu prüfen, ob sie sich richtig aufregt. Willkommen zurück. Aber bisher tut sie es ja. Aufpassen, Neuling. Dort ist nicht der Tod, dort ist das Leben. Okay, ich glaube, es hat keinen Zweck, da irgendwie reinzujumpen. Aber es ist schön, dass die stets was sagen, wenn man da reinspringen will. Aber nur an der Stelle. Sehr merkwürdig. Ey, dieser Zauber ist ja endcool. So, zack. Geld. Geld. Ihr versteht mich. Einer von euch hat doch gerade auch Geld gesagt, oder nicht? Irgendwo da draußen gibt es Beute. Also dieser Zauber ist so heftig. Gewinnen, was? Wie ich es dir beigebracht habe. Ehrlich, das passiert uns nie. Königin Asbaum, kommt mit ihr. Ja. Danke. Das ist ein netter Trick, Eure Majestät. Das ist ein sehr, sehr netter Trick. Den darfst du öfters machen.
fühle mich magisch. Ich fühle mich nicht magisch. Und magisch zur selben Zeit. So, die Dinger können weg. Die bringen absolut kein Geld. Das Teil bringt zumindest 120. Da ist wieder der Gaul des Hinterns. So, ich kann eben kurz eine Schnellreise machen und den ganzen Schmarrn mal eben kurz verkaufen. Ihre königliche Majestät sagt, ihr müsst den Folianten des Schicksals finden und das Gelübde der Schicksalsbringer verkünden, um Zugang zur Reliquienkammer unterhalb der Ruinen zu erlangen. Okay. Ich bin schon gespannt, wie dieses mystische Ritual ablaufen wird. Wir brauchen ein anderes Beutesystem. Das kostet mich ein Vermögen. Ich gehe mal weiter nach unten. Da wir mir für einen Schrott an ausverkaufen. Ja, aber es bringt mir Geld. Also, weg damit. Wie viel Geld habe ich jetzt? 13.000. Ich habe Geld. Hier wird ein ends krasses Scharfschützengewehr verkauft, glaube ich. Ja. Nur die Zielgenauigkeit und die Handhabung sind mega kacke. Also, nein. Oh, ein Ring. Hatte ich vorher schon mal einen Ring? Bestimmt eine neue Itemart. Ich nehme sie mal mit. Kann ich es ausrüsten direkt? Hallo? Muss ich offenbar wirklich erst freischalten. Aber ich hab's schon mal. So, liegt noch mein Zeug hier, was ich gerade eben weggeworfen habe. Ja. Dann nehme ich das jetzt und verkaufe das auch eben schnell. Weil Geld ist Geld. Und Geld ist toll. Und es sind ja nur eben kurz hier ein, zwei Minuten, die das in Anspruch nimmt. Jo. Kann ich hier eigentlich rein? Nö. So, eben kurz verkauft. Jetzt können wir auch wieder zum Schiff. Da soll ich lang. Okay. Aber erst schaue ich mich um. Und schaue auf den Stein der Macht. Schade. Da ist ein Würfel, ich sehe ihn doch. Ich habe ihn nicht wirklich gesehen, ich habe das hier gesehen. Den heiligen Typen auf dem Klo. Ein Ring. Ein Ring, um sie alle zu knechten. Bisher kann ich keinen Ring ausrüsten, ne? Aber bestimmt gleich irgendwie. Die Rüstung kam ja auch so interaktiv vom Spiel aus. Ich habe erwartet, dass ich es kaputt schlagen kann. Dieser Zauber ist so krass. Ich finde, das reicht jetzt mit dir. Da tränen einem die Augen.
Treffer! Wafferfungus! Kiste! Ich muss nochmal zurück. Fällt mir ein. Und wisst ihr wieso? Weil ich glaube, ich Zeug nicht mitgenommen habe. Der ist endkrass langsamer. Der kritische Schaden ist weit runter. Und der Schaden selbst ist auch runter. Wahrscheinlich nicht. Der ist nur zum Verkauf gut. Ein Scharfschützengewehr. Nein, meins ist, glaube ich, besser. Obwohl, der hat einen 18-fachen Zoom. Wartet, wir vergleichen mal anständig. Zielgenauigkeit ist um einen runter, die Handhabung ist mega kacke. So, ich bin mir nämlich sicher, dass ich jetzt hier gerade eben vergessen habe, das Zeug, was der Würfel mir gibt, mitzunehmen. Ja. Ich vergesse es aber auch jedes Mal, ne? Shining, das ist Geld. Und irgendwann darf ich die Dinge auch mal nutzen. Da komme ich auch noch irgendwie hoch. Oh, Kisti. Kisti, ich komme. Zumindest werde ich es versuchen. Komme ich überhaupt wieder hoch? Sonst gucke ich mich erstmal hier oben um. Ich glaube, da hinten komme ich wieder hoch. Also versuche ich jetzt an die Kiste zu kommen. Ja, es hat funktioniert. Oh, Loot. Ja, eine sehr gute Feuerrate. Aber es hat nur diese Salven halt. Aber es macht gut Schaden. Und die Handhabung ist bei weitem besser. Ich glaube, die ist besser als meine jetzige. Auch wenn sie diese endkrassen Explosivdinger nicht hat. Gucken wir uns erst oben um, weil ich da einen Würfel sehe. Und den will ich haben. Das ist wichtiger als alles andere. Ich frage mich, wo das beste Versteck für meine Beute ist. Ich bin da wie ein Eichhörnchen. So, Zeug mitnehmen. Zack. Ich liebe diesen Zauber. Der sieht so ends krass aus. Und der macht auch ordentlich Schaden. Also der macht mehr Schaden als diese Eiswürfel. Ja, lecker. Kann man mitnehmen. Und hier soll ich wieder hochkommen. Ja. War ein Test, ob ich es kaputt machen kann. Nein, kann ich nicht. Wo ist mein Foliant? Ich würde von plötzlichen Bewegungen abraten. Die eigene Stimme hallt in den grausigen Ruinen wieder, aber es kommt keine Antwort. Hallo. Ich habe doch keine grausige Stimme.
einfach alles kurz und klein schlagen. Also, und ich wollte den Berserker nicht nehmen, weil der überall draufklopft. Und jetzt mache ich es trotzdem. So, Zomboss? Kein Zomboss. Da komme ich sicherlich gleich noch irgendwo hin. Da ist der Foliant drin, stimmt's? Was ist das? Eine Mimik! Ich hab mal geholfen. Wieder im Geschäft. Lecker. Mein Albtraum. Lesen? Laut lesen. Ich fühle dich. Ich hab mich immer so geniert, beziehungsweise ich... Mir war es so peinlich, wenn man früher in der Schule irgendwie sowas vorlesen sollte. Irgendein Referat oder irgendwas in der Art. Es war mir so endpeinlich. Ich weiß nicht, wieso ich damit so ein Problem habe. Aber ich könnte mich jedes Mal Grund und Boden schämen, wenn ich irgendwem was vorlesen soll. Also jetzt aus einem Buch. Wenn ich jetzt hier einfach so, nur so einen Text von einem Spiel vorlese, das geht. Aber wenn ich wirklich hier jetzt so einen 900-Seiten-Wälzer kriege und die sagen, komm, lese das und das vor. Ich denke mir da einfach nur, nein, ich will das nicht vorlesen. Das Schicksal entzieht. Es eint uns. Das gefällt mir. Das Schicksal eint uns. Kommt auf mein Wunschmandala. Glaubst du wirklich an sowas, Tina? Was? Nein. Das ist bloß Fantasiekram. Aber ich schätze, das Schicksal hat uns vereint, damit wir gemeinsam spielen. Oder so. Keine Ahnung. I feel you. Ich glaube daran. Wir wurden vereint, um miteinander zu spielen. Und euch alle zu meinen Sklaven zu machen. Eine Kiste, lecker. War ja klar. Teufel auf, bist du schon tot? Ekelhaftes Vieh. Ich kann einmal zu dem Grabhügeltor... Weil das sind nur 2 Meter von dem Warp-Punkt hier. Und mal eben kurz wieder mein ganzes Inventar verkaufen. Mein Herr und Gebieter, ich verkaufe meine Seele an dich. Nehme meine Seele. Das ist eine gute Feuerwaffe. Die behalte ich mir mal. Dann kann ich die nämlich als Müll wieder deklarieren. So, das Graue kann immer weg. Genauso wie das Grüne. So, wo ist jetzt der Ring, den ich da eigentlich gekauft habe? Das ist der. Den markiere ich mir mal. So, du bist nicht für mich. Das Ding ist kacke. Nein. Und der Rest ist das gute Zeug. Ich kann natürlich gucken, ob sich hier was aktualisiert hat. Ich traue mich, hier willkommen zu sein. Warum sollte ich mich nicht trauen? Ja, und die Waffen, die ich hier kaufen kann, die sind, wie gesagt, absoluter Rotz. So, ich kann wieder zum Schiff. Aber vorher muss ich noch eine Sache eben kurz mal machen.
passiert eh nichts, solange ich mich nicht bewege. So. Und im Übrigen, ich sag das nur, weil das im Verlauf dieses Streams gerade kam. Nicht nach anderen Streams fragen, wie Shellshock oder sonst irgendwas. Sowas wird angekündigt. Also nicht fragen, das kommt von alleine. Wer mir auf Twitter oder Discord folgt, beziehungsweise da die Nachrichten liest, der ist immer auf dem Laufenden. Oh, mein Herz platzt schon wieder. Zomboss. War da ein Scheiter? Aktiviert mein Pilzgefährte die eigentlich auch? Komm mal her. Ich spring jetzt extra drüber. Komm, wir sehen, ob du die aktivierst. Nee, der aktiviert sie nicht. Okay. Ja? Machst du einen kleinen Tanz für mich? Mein kleiner Fungus. Tschüss. Wie stark dieser Zauber ist. Ich weiß nicht, ob ich dem ausweichen kann. Es ist so schnell. Ich kann wieder zaubern. Ich habe den Würfel der Macht gesehen. Mehr Glück für dich, Mamacita. Du, kämpf mal. Ich muss gerade kurz warten. Tschüss. Skelettkrieger, krieg deine Strafe. Da liegt was. Also die Falle ist null gefährlich. Und dann sterbe ich gleich daran, wo ich diesen Satz gesagt habe. Also das Shift abkackt, das werdet ihr wahrscheinlich öfters lesen, weil Shift hat da selber irgendwie Probleme. Der modrige Grabhügel ist voller Fäulnis und ekligem Totenzeug. Aber war interessant, mal hinter einer Falle war was. Sehr nett. Hallo? Willst du dich nicht bei mir sprengen? Hast du Angst vor mir? Ja, ich war auch schon so oft tot und ich bin wiedergekommen. Keine Sorge, sowas ist normal. Los, dunkle Magie, fass! Hat das Ding getroffen? Ich habe nicht drauf geachtet. Hat offenbar getroffen. Das war Würfel Nummer 9. Hm. Ja, zumindest sehr hohen kritischen Schaden. Und sie regenerieren meine Gesundheit, die Schläge. Was ich gut gebrauchen kann eigentlich. Ist zwar ein bisschen langsam, aber es regeneriert halt mein Leben. So, das nehme ich einfach nur mit. Und ich glaube, das ist besser als mein jetziges Teil hier. Abgesehen von der Feuerrate. Einmal kurz ausprobieren. So schlecht ist die Schussrate nicht dafür, dass es jetzt schneller schießt. Nicht schneller, sondern stärker schießt. 43 Schaden, nicht zu verachten. Hat sehr viel mehr Schusswaffenschaden drauf. Das war die, glaube ich. Nee.
Die kann ich ja verkaufen. Welche war das, die ich vorher benutzt habe? Das war... Die hier war es nicht. Ich glaube, es war doch die, oder? Nee. Ach so, ich habe meine Handgun gerade ausgetauscht. Die beiden wollte ich vergleichen, glaube ich, oder? Nee, hier. Ja, die ist deutlich besser. Die macht sehr viel mehr Schaden und sie hat halt auch nur diesen 21% Feuerrate-Bonus. Deswegen schießt die so schnell. Das Ding lädt viel schneller nach. Ist das Ding. Oh, ist die genau. Hier. Ja, jegliches Eis wurde geliefert. So, diese Jahreszeit sehr schön. Okay, nur noch drei Dinger fehlen, ne? Wieder eine neue Anpassung. Ich achte gar nicht darauf, ob sich das jetzt wirklich ändert. Schau mich nochmal um. Nicht, dass wir einen wunderschönen Würfel übersehen. Da ist was zum Mitnehmen. Oh, hocheffektiv gegen Rüstung, aber sehr wenig Schaden. Weiß nicht, ich habe mich so eine Sekunde gefreut und dann sehe ich den Schaden der Waffe. Und schon habe ich mich wieder entfreut. War ja klar. Ich habe draufgeschlagen, Leute. So ist es nicht. Hui! Wieso bin ich denn jetzt auf einmal hochgeflogen? Ey, diese Imitator lassen aber auch echt gut was fallen, ne? Da mache ich sehr viel Geld im Endeffekt. Wo kann ich das eigentlich überhaupt anpassen? Das würde mich auch mal interessieren. Wahrscheinlich irgendwo so ein spezieller Punkt, den man in der Stadt irgendwann mal hat. Den ich aber natürlich bisher noch nicht freigeschaltet habe, weil ich bisher noch keine Stadt habe, wo ich hinreise. Wahrscheinlich die Stadt von dem Gaul. Keine Gefahr, weil ich an der Seite einfach durch kann? Du bist lustig. Zuschauen, dass du und deine blöde Königin sterben werden, sobald der Dragon Lord das Schwert hat. Ja, aber ich werd's kriegen. Und dann reck ich komplett. Und das Nette ist, ich darf hier nochmal mein Zeug verkaufen. Vergleichen. Der ist noch mal eine Ecke heftiger als das, was ich jetzt gerade nutze, ne? Weil der macht viermal Schaden. Hat nur ganz gering hier die Abklingzeit und die kritische Chance geringer. Und hat alles andere extrem viel höher. Weg. So, wo ist mein altes Schwert? Das muss ich entfavorisieren. Und das muss ich entfavorisieren. Kann es sein, dass ich zu gut bin? Natürlich nicht.
Und nach wie vor will ich meinen Kameraden hier schlagen. Ich glaube, ich behalte es. Scheint wertvoll zu sein. Oh, eine hocheffektive Rüstungswaffe. Ach so, das war die schwache Waffe. Und weg damit. Nee, die bringen es beide nicht. Der hat zwar 274, aber ich habe mit den 260, der zusätzlich noch was mit meinem Char selbst was macht, was richtig gut ist. Vergleichen mit der hier. Die Handhabung ist wieder scheiße. Außerdem ist das so eine Einschusswaffe. Nein, danke. Da unten erwartet mich ein Bosskampf, oder? Entschuldige mich kurz, während ich mir was Tödliches. Keine Sorge. Ich konnte den einen Moment warten. Ach, jetzt habe ich dieses Messer schon wieder. Toll. Und schon hat sich der Zauber entbessert. Der andere, der war krasser, weil der richtig viel auf einmal treffen konnte. Alter, ich werde rumgereicht. Ich fliege durch den Raum. Ho! Nutze ich. Ist besser als mein jetziger Schild. Komme ich wieder hoch? Nein. Beim besten Willen, nein. Nochmal umschauen, nicht, dass wir was vergessen. Los, mein Gaul, mach auf. Ich hab das Schwert. Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste. Hör mit dem Schwert! Es gehört dir nicht mal! Es gehörte von Anfang an dem Dragon Lord! Du beklaust jemanden, weil er böse ist und das ist noch böser! Tschüss! Nein! Nicht so! Nein! Nein! Und aufgeladen! Jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Brachwurf bringen. Ein Stadtportal öffnet sich. Ja, aber ich will da ehrlich gesagt eigentlich gar nicht rein. Eigentlich will ich ja eher zurückkaufen. Obwohl, sollte ich doch auch von den Automaten dort können, oder? So, gucken. Da sind Schmiedeteile. Nee, ich kann nicht zurückkaufen. Schade, ich wollte meinen Ultrazauber zurückkaufen, aber kann ich nicht mehr. So, das ist das, was ich gerade bekommen habe und das ist Kacke. Das behalte ich besser noch. Das
markieren wir. Das kann weg. Weil ich habe ja eine neue Rüstung, meine ich. Oder ich habe sie gerade verkauft. Ich habe meine Rüstung, glaube ich, gerade verkauft. Wo ist meine Rüstung? Da ist sie. Warum war die nicht markiert? Hier ist kein gutes Etwas drin. Nahkampf. Der Rest ist wieder Müll. Warum gibt es hier immer nur Müll? Bounty. Bounty klingt immer gut. Ich will. Aber ich hab nicht. So, finde ich hier eigentlich jetzt noch einen weiteren von diesen wunderschönen Würfeln? Ist das im Bereich des Möglichen? Auf dem Rad vielleicht? Schade, man kann sich nicht mitdrehen. Ich wäre fast runtergefallen. Ja, ich schaff sowas. Oh. Ich sehe diese Side Story. So, von hier aus darüber und da hinten ist wahrscheinlich dann ein Würfel. Sich umschauen lohnt sich. Da ist ein Würfel. Aber wieso komme ich da nicht drüber? Wechsel zur Hafenseite. Hä? Ich wäre an dem Würfel da. Er ist so verlockend und so wunderschön. Spiel, gönn's mir doch. Warum darf ich da nicht dran? Ja, ein Problem. Ich muss den Weg zurück. So, wieder hoch. Wie? Was? Wo? Ah, da. Ich würde sagen, her mit dem Gedicht. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Warum einfach, wenn es komplizierter geht, ne? So, ist hier noch irgendwas? Nö. Dann gucke ich mal weiter. Weil ich würde lieben gern an diesen wunderschönen Würfel da oben ran. Aber zuerst können wir ruhig den Würfel mitnehmen. Habe so wenig im Prachthof gefunden? Im Ernst? Na gut, an die meisten kam ich auch einfach nicht dran, ne? Weil die so ins Kacke liegen. So, da geht's nicht weiter. Da ist nix.
Ich schaue mich natürlich trotzdem erst einmal um. Weil wer weiß, vielleicht versteckt sich ja trotzdem irgendwo ein wunderschöner Würfel, der nur auf mich wartet. Warum mache ich nicht erstmal, dass wir das tun, was das Spiel von uns verlangt? Danach kann ich mich immer noch hier umschauen. Eventuell verändert sich dann nämlich auch noch die Stadt. Weil der Gaul sein Schwert zurück hat. Oder was weiß ich weswegen. Und jetzt wird die Stadt wieder normal, ne? Jo. Wusste ich's doch. Alle Brände sind gelöscht. Die Häuser können wieder aufgebaut werden. Die Menge jubelt dazu. Wir lieben dich. Ja, sie lieben mich. Ja. Danke. Ich liebe mich auch. Arschgaul heißt euch dorthin zu sehen. Sie hat etwas Besonderes für euch. Okay. Ich frage mich, wo das beste Versteck für meine Beute ist. Ich bin da wie ein Eichhörnchen. Ich werde sie stets in Ehren halten. So, mal gucken, wo ich hier alles lang kann. Statue zu verkaufen. Will jemand eine Statue kaufen? Zum Preis. Wenn es eine Statue von mir ist. Leistung, Schicksalsbringer. Die Stadt ist wieder sicher, florierend und frei von Skeletten. Da die Belagerung nun beendet ist, möchtest du dich sicher mit unseren Anwendigkeiten. Such zuerst die Schmiede auf. Ja, aber gerne doch. Wer ist da? Ich sehe nichts. Meine Augen sind voller Ruß. Niemand. Dann putz sie dir. Der Held von Prachthof. Izzy, schick mich. Oh, der Held von Prachthof. Ich habe noch nie einen Schicksalsbringer getroffen. Ah, ich stehe unter Feuer. Also meine Waffen und Rüstungen sind per Exklusivvertrag mit der Krone für die Automaten bestimmt. Bin stolzer Bestandteil des vorindustriellen Militärapparats. Aber ich kann dir Erweiterungen für deine Tragekapazität verkaufen. Mehr Kugel, mehr Beute, mehr Spaß. Hier ein Kopfmuster nice. Geht aufs Haus. Jeder braucht Werkzeuge der Zerstörung. Wo? Ja? Hier? Oh, ein Upgrade. Okay. Das kostet mich Geld. Pistole muss ich auf jeden Fall upgraden, ne? Rucksack grade ich natürlich ab. Und jetzt das noch upgraden, was upgradebar ist. Gute Wahl. Während du dich hier im Prachthof umsiehst, solltest du unbedingt mit der reizenden Betreiberin der Limo-Taverne sprechen. Sie heißt Izzy. Niemand zapft wie sie. Limo. Damit ist wahrscheinlich eigentlich Alkohol gemeint. So, da kann ich jetzt mich immer aufwerten. Ist doch super, ich habe einen Ort zum Aufwerten. Haben sich noch weitere Orte aufgetan? Da ist irgendwas. Hier sind zwei Sachen. Ja, und ansonsten umschauen, ne? Ich mache jetzt wahrscheinlich null Story. Und noch im Verlauf des Streams und guck mich hier nur noch um. Geld nehme ich mit, ist doch wohl klar. Hier kam ich letztes Mal her. Wieso bist du nie aufgegangen? Und du?
Schämt ihr euch denn gar nicht? So, jetzt will ich an die Würfel alle drankommen. Erstens Geld und zweitens Zeug. Was ich eventuell gebrauchen kann. Also, zweiter Versuch, da oben an den Würfel dran zu kommen. Weil irgendwie muss es ja gehen. Eventuell über das Rohr. Über das Rohr auf das Rohr und dann über das auf das. Nee, da fällt man einfach komplett durch. Super. Ja, meine Verbindung ist mal wieder abgeschmiert. Warum ist da ein Rohr im Weg? Nicht runterfliegen! Warum bin ich jetzt so extrem abgeprallt? Ich hasse es. Ich muss hier mehr als deutlich lang klettern, weil darüber geht ja nicht. Und wieder runtergefallen. Was ist mit Rippen? Irgendwo da draußen gibt es Beute. Ich bin wieder hier zwischengefallen. Ich will doch nur an den scheiß Würfel. Der so ins Kacke liegt. So, ich hoffe, von der Seite kommt man dran. Wenn nicht, dann weine ich. Man kommt von der Seite auch nicht dran. Man muss doch an diesen Kackwürfel drankommen. Das kann mir das Spiel nicht erzählen, dass ich mir da einen Würfel hinsetze, an dem man nicht rankommt. Ein Scheißdreck, glaube ich dir das. Man muss doch da drankommen können. Oder ist das wirklich so ekelhaft gemacht? Dass man so extrem zum Schissen drankommt. Ab ins Wasser. Ja, das gerade nervt mich halt. Wenn so ein Sammelobjekt mega kacke gelegt ist. Dass man so gut wie gar nicht drankommt. Ist nur nervend. Und nichts anderes. Ich will diesen Scheißwürfel haben. Nicht wegglitschen. Nicht wegglitschen. Ich sagte nicht wegglitschen, du Penner. Es ist frustrierend.
Ja! Ich habe es überlebt. Ohne vorher einen Kollaps zu kriegen, ey. Ey, sorry, aber das Ding lag halt so massiv zum Kotzen. So, 16 Würfe werden noch gesucht. Da links unten war ich noch nicht. Da konnte ich letztes Mal auch nicht runter. Ich werde so oder so in den einen oder anderen nicht finden. Weil die manche echt gut verstecken. Muss man einfach sagen. Ohne einen Kollegen, der mit mir sucht, würde ich die wahrscheinlich dann auch nie finden. Ich habe ein Giftfass in mein Gesicht gezündet. War doch klar, dass ich irgendwann mal sowas mache. Da sehe ich noch einen Würfel. Hier kann man runterklettern, merke ich mir. Ich habe aber auch nur gesehen, dass man hier runter kann. Du Glückspilz. Wenn ich die Situation gerade eben bedenke, würde ich nicht sagen, dass ich ein Glückspilz bin. Wie zum Geier ist das hier hochgekommen? Hat sich einfach durch den Boden geglitscht. Naja, wenigstens bin ich mittlerweile richtig viele von denen. Na, Herr Palatin. Okay. Jetzt zum eigentlichen Hauptthema. Erstmal gucken, ob hier sich ein Würfel versteckt. Das ist das Wichtigste von allen. Würfel finden. Geld. Die Schankwirtin winkt euch herbei. Auf eine Weise, wie es nur Schankwirte tun. Hä? Ich wusste nicht, dass Schankwirte eine spezielle Art haben, jemanden zuzurufen. Bist du der neue Schicksalsbringer und hast die Skelette vertrieben? Ja. Und ich hätte jetzt echt Bock auf eine Limo. Na dann, danke für nichts. Die halbe Stadt hat sich hier verschanzt und Charlie Temples besoffen, als ob die Welt zu Ende geht. Ich mach nur Spaß, Schicksalsbringer. Du hast uns einen riesen Gefallen getan. Also, zum Dank dafür, dass du unsere Stadt gerettet hast, steht dir das Angebot der Limo-Taverne zur Verfügung. Ah, hier kann ich mich ummodellieren. Der Schnellwechsel-Kiosk, falls du mal irgendwas Wesentliches an dir verändern willst. Seltsamerweise kostenlos. Okay. Testen. Also, ich will jetzt nichts an meinem Körper persönlich verändern. Wie sieht das aus? Mann, du bist so gut. Aber ich würde das gerne mal umändern. Die Richtigkeit kommt niemals aus der Mode. Meine Gestalt ist vergänglich. Selbst furchterregende Leute. Ein neuer Anfang. Irgendwas musste ich ändern. Das ist ungefähr dieselbe Stimme, oder? Ich wusste gar nicht, dass ich Emotes habe. Okay, ich habe meine Emotes eingestellt. Wir nehmen mal das kriegsgezeichnete Banner. Natürlich im Blau, falls verfügbar.
Arthur kommt dran. Gespalten. Ich sehe, dass sich da sowas ganz leicht ändert. Ich bleibe bei gespalten. Das Bannermuster. In Vollmond. Haben wir irgendwie eine Katze? Der Bogen wäre auch gut. Ich nehme das hier. So, und das machen wir wieder in Natur. Toll, und jetzt darf ich alles nochmal machen. Ich Genie. So, und heroische Statue. Dann nehme ich das verwitterte Eisen. Und bin anmutig. Ja, so sehe ich mich. So, jetzt könnt ihr euch ab sofort an eine andere Stimme, glaube ich, gewöhnen, ne? Oder zumindest an einen nicht so überheblichen Typen, den ich ständig eine reinboxen will. Oh. Und schließlich gibt es in der Welt da draußen viele Bürger, die deine Hilfe gebrauchen könnten. Ein paar davon hängen hier in der Limo-Taverne ab. Andere hängen in der Stadt Poster auf. War voll heute. Und ich stand ganz allein an der alkoholfreien Getränketheke. Oh, hör mich an. Plappere hier rum, während du Abenteuer bestreiten könntest. Hab einen spritzigen Tag. Schicksalsbringer, ich habe eine Überraschung für dich. Die Königin ist so beeindruckt von dir, dass du die Ritterwürde erhältst. Glückwunsch! Komm zum Zocken. Ich werde zum Ritter geschlagen. Wir haben Valentines albernen Questkram erledigt. Lasst uns jetzt die Gegend plündern. Ich will Beute machen. Was? Helden plündern nicht. Wir haben die Quest so gut wie beendet. Ich will wissen, was passiert. Natürlich willst du das. Oh, unser Poet. Langweilig. Du hast recht. Kenn ich schon. Na gut, die Stimme ist ungefähr dieselbe. So, was habe ich alles verpennt? Viel offenbar. Wahrscheinlich alles von diesen Superdingern. So, und was ist hier? Das ist einfach nur, um lagern zu können, ne? Ja, brauche ich ja zurzeit nicht. So, gucken wir, was habe ich alles bekommen. Was zu verkaufen. Was zum Verkaufen. Nochmal verkaufen. Eigentlich nur Zeug zum Verkaufen. Mache ich wieder ein bisschen Geld. So, und die Taverne ist einfach nur dafür da, dass ich mein Aussehen ändern kann. Und halt Sachen verstaue. Und nicht zu vergessen, dass ich die übersehenen Sachen mir holen kann. Also gut, dass ich die zumindest dann finden kann, falls ich was übersehe. So, wir müssten uns hier jetzt eigentlich noch eben kurz zu Ende umschauen. Ich sehe auch, dass mir irgendwer geschrieben hat. Meine Schwester hat mir geschrieben mit irgendwas, das irgendwas kostet. Das gucke ich mir gleich an. Ich bin kein Fan von Fisch. Bin ich wirklich nicht. Es stinkt einfach nur und schmeckt widerlich. Also aus meiner Sicht schmeckt es widerlich. Es gibt natürlich Leute unter euch, die mögen Fisch. Absolut legitim. Aber ich persönlich hasse Fisch. Ich mag es einfach nicht.
wisst ihr, was ich richtig schlimm finde? Wenn ihr irgendwas nicht mögt und irgendeine Person meint, es euch aufzwingen zu müssen, weil die es so ends toll findet. Sowas finde ich richtig abartig. Ihr habt eine Gedichtzeit gemacht. Was? Hab ich? Wie, was, wo? Ach, da drüben. Zum Poeten damit, ne? Gib Münzen den Armen, den Göttern schenkt Zeit. Gedenkt der, die auf Hilfe warten. Wo das Gedicht herkam, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Prachthof. Okay. Wird getan. Wird gemacht. In 100 Jahren. Vielleicht. So. Und wie komme ich jetzt da rein? Ganz genau umschauen. Er hat es doch auch reingeschafft. Wieso schaffe ich es nicht rein? Da muss doch irgendwo ein Weg sein, da rein zu können. Ich kann nicht durch die Decke brechen, ne? In der Theorie muss ich diese Tür irgendwie aufschlagen. Ja, mal wieder so ein Ding, wo ich keine Ahnung habe, wie man drankommt. Und auch kein Hinweis sichtbar ist, wie man da reinkäme. Außer jetzt, wie ich mir eine Bazooka besorge und da volle Lutsche drauf schießen. Was anderes fällt mir nicht ein, wie man da reinkommen soll. Ja, hier darf man mir in die Kommentare schreiben, ne? Muss ich einfach wie ein Berserker draufschießen? Eventuell muss ich das abpacken, dann nehme ich mal eben kurz eine Feuerwaffe dafür. Ich vergesse, es ist nach Seltenheit sortiert. Da tut sich nichts. Gib nach. Gift vielleicht. Ginge das? Wie komme ich an den Dreck dran? Das ist eine Frage, die nicht beantwortet wird. Egal wie oft ich frage. Geh kaputt! Schreibt mir in die Kommentare auf YouTube, wie man an das Ding rankommt. Weil ich ralle es nicht. Aber das ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. Einfach instant den Megaschlag irgendwie gerade gemacht. So, hier hinten ist bestimmt was. So wie die angeordnet waren. Das ist mal ein Glückswürfel.
war es doch klar, dass da irgendwas ist. So was Schönes, die Meeresluft. Ich war früher sehr oft am Meer. Aber auch viel im Meer geschwommen. Habe es gehasst. Mehr oder weniger. Also es gab Punkte, da mochte ich es und es gab Punkte, da mochte ich es nicht, weil ich Quallen gesehen habe, die mich nicht mochten. Hier ist die Taverne, ne? Das wie ich in der Taverne. Hier könnte ich Zielüben machen. Ich habe sehr gut getroffen. Also was den Zauber angeht, hätte ich lieber den anderen. Der war besser. Jetzt kann ich aber wieder den Eiszauber ehrlich gesagt auch nutzen. Weil da sind die deutlich besser. So, holen wir uns unseren Ritterschlag noch ab, ne? Ein königlicher Gaul. Held von Prachthof, für die erwiesene Tapferkeit ernennt dich Ihre Majestät, Königin Arschgaul, feierlich zum Ritter des Reiches. Danke. Ich bin ein Ritter geworden. Für den Ritterschlag. Ich knie nieder. Hallo. Nicht so schnell, Neuling. Er gönnt sich das Schwert. Das ist jetzt meine Welt. Und der Gaul ist tot. Und der Paladin gleich auch? Irgendwie muss man die Story ja weiterführen. Ich bestimme meine Geschichte jetzt selbst. Die Zeit eurer Herren ist vorbei. Und bald folgt ihre ganze Welt. Nein! Das ist Dreck. Ich weiß nicht, warum die eine Hand gerade vom Schar ausgerastet ist. Tina, was zum Geier? Keine Ahnung, das war nicht vorgesehen. Lass mich kurz nachdenken. Hä? Sie hat echt gedacht, sie könnte dich auf die gleiche Heldenreise schicken wie immer. Tja, diesmal nicht. Ich habe jetzt die Kontrolle. Was? Ah, jetzt habe ich den Ringslot. Der Schicksalsbringer ist verloren. Was man einst so sicher wähnte, ist jetzt fragil und gebrochen. Aber eine Wahrheit sauber abgetrennt. Bestehen. Die Mächte des Bösen müssen aufgehalten werden. Ein lautes, donnerndes Geräusch ertönt. Grauen Höllen, was jetzt? Das kommt von hinter den Docks. Da gucken wir sofort nach. Aber erst. Fähigkeitsschaden hoch. Und dann machen wir Statusschaden mal höher. Damit das mal mehr Schaden macht. Los, Schicksalsbringer. Ich fürchte, deine Arbeit ist noch nicht getan. Sie hat mich aus ihrem tiefsten Glitzerherz geliebt. Sie fehlt mir so sehr. Ja, mir auch. Was ist am Hafen los? Alle rennen hin. Aber ich muss was Wichtiges erledigen. Habt ihr was anderes erwartet? nee.
Ja, mach das. So, ich habe ja den Ringslot jetzt. Wir müssen unseren Ring noch ausrüsten. Dafür haben wir ihn ja. Was ich viel lieber hätte, wäre hier so ein dritter Waffenslot. Da würde ich das Scharfschützengewehr draufpacken. Da bin ich interessiert übrigens mal. Wo haben wir bitte Emotes? Nein. Ich habe Tasten ausprobiert. Die Schreckenspyramide ist erwacht. Du musst schon etwas deutlicher werden. Zitadelle des Dragonlords jenseits des Ozeans. Jetzt, wo er das Schwert hat, kann er die Seelenenergie von allem Lebendigen in den Wonderlands rauben. Ohne die Königin ist unser Schicksal besiegt. Ich werde einfach ein König und rette euch. Ob das mit dem Ritterschlag noch was wird. Fred, wir sind am Trauern. Du bist am Trauern. Ich will den Titel Sir vor meinem Namen. Wenn ich erst vor Kummer jammere und meine Kleidung zerreiße, werde ich dann trotzdem zum Ritter geschlagen? Nur unsere Königin hatte die Macht, die Ritterwürde zu verleihen. Aber du verdienst eine Ehre für das, was du getan hast und was noch kommen wird. Knie nieder. Ich kniee. Oder hock dich einfach hin, wenn dir die Knie wehtun. Als Regentenverteidiger von Prachthof ernenne ich dich zum Knappen des Reiches. Knappe? Das ist doch Drachenkacke. Nur Knappe? Das ist nicht viel, aber es muss reichen. Denn jetzt musst du die Wonderlands selbst retten. Reise zur Schreckenspyramide, hol das Seelenschwert zurück und räche unsere Königin. Ja! Du wirst ein Schiff brauchen. Sprich mit der Hafenmeisterin. Du kannst voll und ganz über all unsere Ressourcen verfügen, Schicksalsbringer. Ja, aber das mache ich beim nächsten Mal. Dann spreche ich die an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like auf YouTube dalassen. Ein Follow auf Twitch. Und ich verabschiede mich dann hier jetzt erstmal von YouTube. Ciao, bis dann.